Guten Morgen. Hallo, liebe Leute. Wir grüßen euch hier bei Wischis. Noch im Hof zu Haus. Aber bald auf großer Fahrt. Wann geht's los? Der Einstieg ist, wir haben's geschafft. Was haben wir hinter uns bringen müssen? Nein, wir machen das ganz normal, wie sich das gehört. Wir waren jetzt 3 Monate zu Hause. Einmal waren wir in Magdeburg. Ein paar Mal waren wir im Garten, haben uns das Wohnmobil angeguckt. Und jetzt hatten wir Ostern und jetzt geht es los. Morgen. Morgen wollen wir Richtung Süden fahren. Ins Warme. Wahrscheinlich, wie ihr uns kennt, in Richtung Südwesten. Da, wo der Sommer herkommt, und da holen wir den für euch ab. Für uns aber auch. Den bringen wir mit. Also Elvers mit meiner Festung, das wird dies Jahr was, sonst passiert irgendwas anderes. Elvers, dann verkaufe ich das Wohnmobil. Ich glaube, ich lüge, wenn wir das nicht hinkriegen. Also solche Sachen, da werden wir machen. Silvia wird sich ein bisschen zurückhalten. Da hat der Silvia ja schon gesagt, dass wohl Operationen anstehen bei ihrem rechten Bein. Sie hat Glück, wir wissen von zweien. Ja. Einmal im Juni. Und dann im Oktober. So. Und dann irgendwie so etwa vielleicht 3 Monate später, je nachdem, wie sich das nach der ersten OP so entwickelt, also darstellt. Und danach werden wir dann irgendwann sehen, wann wir wieder reisen können. Was in der Zwischenzeit ist, wissen wir noch nicht. Darum müssen wir jetzt erstmal diese 2 Monate, die wir uns jetzt gönnen, genießen. Genießen, ja. Soweit das dann geht. Wir werden mal sehen. Hoffentlich wird es nicht zu warm. Also, ihr wisst Bescheid. Morgen ganz früh geht es los. Und wir nehmen euch mit, wie immer. Wir werden allerdings, muss man jetzt schon mal vorab sagen, Richtung Süden erstmal in Anführungsstrichen durchziehen. Erste Verabredungstermin haben wir in Chauzelon, den zweiten dann in der nächsten Woche schon bei Benidorm. Da ist so ein voriges Jahr neu eröffneter Platz, der recht groß ist und der jetzt, der ist ganz neu und da ist riesen viel Platz und das ist uns sehr angenehm. Auch von der Straße her kommt man da gut hin. Aufgrund meiner Benidorm-Erfahrungen habe ich natürlich erstmal bei Gockel geguckt, wie das dann da so aussieht mit den Straßen. Also das ist top. Da bleiben wir nicht in den Häuserschluchten stecken, dass wir da über Nebentore eines anderen Platzes weg müssen. Ja, das passiert diesmal nicht. Nein, das wird schon. Ja. Hallo, Leutchen. So, es ist Montag. Ostermontag und wir werden langsam unser Wohnmobil einräumen. Das heißt, ist nicht so, dass das vor der Tür steht und einfach so reinlegen. Nee. Wir müssen erstmal durch die ganze Scheune und dann steht der Wagen hinten. Heute so viel Regen angesagt. Den Abschied von hier noch leichter macht. So, seht ihr hier? Pfützen. Die ganze Nacht hat es schon geregnet. Und jetzt räume ich ein und ich versuche, dass ihr das sehen könnt, aber nee, das geht ja gar nicht. Seht ihr, was ich sehe hier? Ich glaube, ich spinne. Davon steige ich nicht ein. Da habe ich lauter Matsch am Fuß. Müssen wir nochmal ändern. Bis gleich. Guckt euch den Matsch da an. Wir haben da die ganzen Sträucher und Bäume gerodet, damit das endlich mal grün wird und zum Mähen geht. Um Gottes Willen. Und jetzt muss das Womo darüber. Sonst haben wir zu Matsch hier. Dann kommt der Fahrer.
Als Hauptsache im Arm, Brötchenvorrat. Ja, keine Tür auf, wie soll ich das machen mit beiden Händen? Peter, Schuhe habe ich vergessen. Das Wichtigste. Aber was soll's. Rätselzeitschriften für morgens. Kopfschmerztabletten. Aua. Und Brillen. Was man noch alles dran denken muss. So was. So. Schmuck für die Frau. Haarschmuck. Katalonien. Haben wir noch vom ADAC. Tja, keine Schuhe. Muss ich wohl noch mal los. Na gut. Tschüss. So. Jetzt haben wir schon ein bisschen was drin. Ja, fängt ja lustig zu werden. Vor allen Dingen Getränke. Alle untergebracht werden. Schauen wir mal. So. Tja. Und dann das typische Chaos hier. Überall liegt was. Oh. Auch den Kleinen haben wir eingeladen. Der darf wieder mit. So, jetzt haben wir euch 5 Minuten abgehalten von eurem Tagwerk. Ach so, und bis Ende Mai fahren wir und Abschluss wird Klüsserath sein, wo wir dann ganz viel ja, gehen. Gut. Aber das hatten wir ja schon voriges Mal gesagt. Da hatten wir schon gesagt, dass wir nach Klüsserath, dass wir an dem Treffen da teilnehmen. Das beginnt am 30. Mai. Wir fahren aber schon 2 Tage vorher hin, weil wir noch ein bisschen wenigstens Trier mal angucken, soweit wir das einschätzen können, was Silvia da passt und was nicht. Wie bei euch allen stehen ja auch Fahrten bei euch zuvor. Wahrscheinlich wie immer Kroatien, Italien, Schweden, wo die alle hinfahren. Wir freuen uns und sehen euch ja auch. Sehen zu bei euren Filmen. Na? Du weniger, aber ich mehr. Ich habe da einen Profi. Ja, ich mache das organisatorisch. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ja. Ich mache also die Filme in der Masse. Ja. Sie ist manchmal dabei. Und Silvia guckt, was bei YouTube und im Netz so los ist. Und dann werde ich herzitiert und dann wird zusammen geguckt. Also über euch und von euch wissen wir auch was und Bescheid. Ich überlege immer noch, ob ich mich auch mal bei Instagram anmelde, weil da ja auch viele drüber Camper drüber gehen. Aber, meine Adresse ja, ich muss mal sehen, wie ich damit zurechtkomme. Weil einerseits sind wir eigentlich die Generation, die da weniger reinguckt, weil uns das zu stressig ist. Aber andererseits, man muss ja auch ein bisschen mitgehen mit der Technik. Und eigentlich ist mir das nicht schwer gefallen und ich schau mal, ne? Okay. Wir werden sehen. Ich selber bin ja noch bei Instagram. Ich hatte ja auch mal, wie heißt das Ding? Facebook. Facebook war ich auch angemeldet, aber da habe ich mich rausgelöscht. Also das ging jedenfalls nicht mehr um meine Kuhhaut, mit was man da bombardiert wurde, gefragt oder ungefragt. Das war ja egal, es kam ständig was an. Für das eine oder andere ist es zwar ein bisschen schade, aber vermisst habe ich das nicht, mit was ich da bombardiert werde. Ich brauche also nicht 7-mal von der gleichen Person 7 gleiche Bilder. Kleine Hunde und Babys, ist doch schön. Das ist was für euch Frauen. Da gehöre ich nicht zu. Ich bin ein Kerl, da stehe ich auch zu. Da könnt ihr gendern, was ihr wollt. Ne? Okay, nichts als mich Ärger mit den Weiben, denn oder wie das heute heißt. Quatsch. Jo, okay. Wir fahren dann morgen los und dann kriegt er mehr zu sehen. Ne? Genau. Jo. Trotzdem jetzt noch einen kleinen Nachtrag für die, die es am Rande interessiert. Ich hatte ja für Stanhude mal so einen Bericht gemacht. Der Platz ist also seit letzte Woche Montag, seit dem 25. wieder offen.
Auch die neue Fläche ist nutzbar. Das mit den Stromsäulen hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, der Platz ist nutzbar. Ist voll, ja. Und ist wieder gut belegt. Ja. Kommt ruhig mal nach Scharnhude, ist gar nicht so schlecht. Genau, jetzt können sie alle kommen, wir sind ja weg. Genau, uns braucht er nicht suchen. In dem Sinne, gebt uns einen Daumen und wir sehen uns. Tschüss. Auch von mir ein schönes Jahr wünschen wir uns allen. Ja, machen wir. Wir freuen uns wirklich sehr, also dass wir jetzt wieder losdüsen. Ne? Also, bis später.